Was sollte ich in meiner persönlichen, ja, beruflichen Umorientierung meiner Jobsuche am ehesten in Betracht ziehen? Entweder eine, ja, Weiterbildung, eine Umschulung, eine Weiterqualifikation oder eben konkretes Bewerbungscoaching, Karriereberatung, also alles, ja, rund um diesen Kontext bezogen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sebastian Klenzmann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Bewerbungscode GmbH aus Berlin. Bin meines Zeichens selber ehemaliger Personaler, war in den letzten Jahren, ja, für die Bewerberauswahl bei verschiedenen nationalen und internationalen Unternehmen verantwortlich. Heißt, habe eben entschieden, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird und wer nicht. Heute haben wir, ja, die Seite des Schreibtisches gewechselt, helfen seither eben unseren, ja, Akademikern, Fach- und Führungskräften dabei, ja, ihren Traumjob zu bekommen. Das Ganze eben ohne unzählige Bewerbungen schreiben zu müssen und Absage nach Absage zu bekommen. Und ja, wir merken in Gesprächen mit unseren Interessenten, die da auf uns zukommen, als ja, Bildungsanbieter, als Coaching-Anbieter, immer wieder ein Punkt, der sehr häufig ja, an uns herangetragen wird oder die Frage, mit der sich beschäftigt wird, nämlich, was macht in meiner Situation mehr Sinn, Sebastian, soll ich mich lieber nochmal, ja, beruflich weiterqualifizieren, noch, ja, die Zusatzqualifikation machen, die Ausbildung, die, das Zertifikat etc. pp. Oder, also, soll ich lieber investieren, also Zeit und Zeit investieren in dieses Thema Ausbau meiner Kenntnisse und Fähigkeiten auf fachlicher Natur? Oder soll ich ja, mir einen Mentor, mir einen Berater, einen Trainer holen, der mich eben dabei unterstützt, ja, besser durch den Bewerbungsprozess zu kommen, schnelle Ergebnisse zu bekommen und ja, einfach die Selbstvermarktung vor allem in den Griff zu bekommen, weil das sind zwei verschiedene oder zwei grundlegend verschiedene Faktoren, die sicherlich beide seine Daseinsberechtigung haben. Und in diesem Video werde ich dir mal so ein bisschen dekonstruieren, warum ich in den allermeisten Fällen nicht zu einer Weiterbildung, einer beruflichen Qualifikation raten würde, und da, ja, gehen wir heute mal ein bisschen im Detail drauf ein. Also, was ist denn das Problem eines, ja, Bewerbers? Wir betreuen ja ausschließlich Akademiker, Fach- und Führungskräfte. Und wenn du in der Situation bist, dass du als Akademiker, Fach- oder Führungskraft eben aktiv auf Jobsuche bist, also, ja, arbeitslos, arbeitssuchend, dann mangelt es dir in erster Linie sehr, sehr selten an der Qualifikation, weil du hast in der Regel, das sind zumindest die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, einen guten Abschluss, einen akademischen Abschluss, einige Jahre Berufserfahrung, 10, 20, 15 Jahre Erfahrung in deinem Bereich, und du bist in dem Kontext eigentlich schon, ja, gut eingeschliffen, gut eingefahren auf fachlicher Seite. Also du weißt, was du kannst und was du anzubieten hast, und ein noch mehr an Qualifikation wird es in der Regel nicht reißen, weil bisher hat es ja auch funktioniert. Ja? Also der Punkt ist der, wenn man sich die Frage stellt, brauche ich jetzt hier noch den SAP-Kurs oder ein Projektmanagement, Kanban-Master oder was es da alles für tolle Projektmanagement-Tools gibt, kann ich unseren Teilnehmern oder und auch unseren Interessenten sagen, ein noch mehr an Qualifikation wird nicht das Zünglein an der Waage in deinem Bewerbungsprozess sein. Was wiederum das Zünglein an der Waage ist und wo es dann am Ende des Tages für die meisten darauf ankommt, ist eben die Selbstvermarktung und die Selbstpräsentation, also diese Qualifikation, die man sich die Jahre lang angeeignet hat, auch richtig in Szene zu setzen und richtig zu verkaufen. Und da ist wirklich der große Hebel, der ja, unsere Teilnehmer erfolgreich werden lässt, der dafür sorgt, dass, ja, nach Start des Trainings innerhalb von 6 bis 8 Wochen ca. 80% unserer Teilnehmer auch wieder in Lohn und Brot stehen und ihren neuen Job eben ihr eigen nennen können. Und dass wir eben nicht bei dieser fachlichen Qualifizierung ansetzen und sagen, dieses Zertifikat, diese Ausbildung, diese fachliche Weiterqualifizierung, die du dir, ja, ausgedruckt, eingerahmt an die Wand hängen kannst, die wird es nicht bringen. Das wird nicht das sein, was am Ende des Tages den Personaler sofort ins Auge springt, wenn er deinen Lebenslauf sieht und sagt, oh Mensch, der hat ja hier die tolle Weiterbildung, die tolle ja, Qualifizierung gemacht.
Den müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Also das wird in keinem Umstand vorkommen, außer du bist wirklich sehr, sehr nischig unterwegs und den Bereich, wo du dich bewerben willst, ist diese Qualifizierung, dieses Zertifikat zwanghaft notwendig und zwingend Voraussetzung. Dann ist es nochmal was anderes, aber das betrifft in aller Regel ja, vielleicht 3-4% unserer Teilnehmer, die wir da betreuen im Rahmen der Jobsuche. Die allermeisten Leute haben eben, das sieht man ja auch in den Ergebnissen, die wir dann auch in den Vorgesprächen abklopfen, überhaupt erstmal zum Vorstellungsgespräch zu kommen. Also der Rücklauf der Bewerbung von unseren Teilnehmern, bevor sie zu uns kommen, ist sehr, sehr gering. Oder es fanden Vorstellungsgespräche statt, vielleicht auch schon eine gute Handvoll. Man hat auch immer ein gutes Gefühl gehabt nach dem Gespräch. Und dann kam eben doch die Absage rein und man wusste eben nicht, woran es liegt und woran es dann gescheitert ist. Und ein wichtiger Punkt oder ein sehr, sehr interessanter Punkt ist immer, den Leuten wird von Seiten der Firmen auch sogar suggeriert, dass es an einer fehlenden Qualifikation liegt. Es wird ja immer, es gibt ja, wenn es eine Absage gibt, meistens diese Standardabsagen, diese vorformulierten Sachen, die möglichst unangreifbar machen, also dass man nicht ja, in irgendeiner Art und Weise diskriminiert wird als Bewerber. Und genau deswegen halten sich die Firmen auch zurück und sagen lieber, es hat sich jemand beworben, der noch einen Ticken mehr qualifiziert war als Sie. Und aufgrund dessen haben wir denjenigen den Vorzug gegeben. Ja? Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist schlicht und einfach, und das kann ich dir direkt, ohne durch die Blume zu sprechen, sagen, du kannst dich schlicht und einfach nicht gut verkaufen, nicht gut präsentieren, sei es jetzt in der schriftlichen Bewerbung noch im persönlichen Vorstellungsgespräch. Das ist der einzige Grund, der dafür sorgt, dass du noch nicht dort bist, wo du hin willst, also deinen Traumjob eben noch nicht in der Tasche hast, weil, woran soll es sonst liegen? Also es liegt in 9 von 10 Fällen nie an fehlender Qualifikation, sondern immer daran, dass ja, man sich nicht richtig vermarkten und verkaufen kann im Jobkontext oder im Rahmen der Jobsuche. Und der Beweis dafür ist ja auch der, wenn dem so wäre, wenn diese Qualifikation, diese Qualifizierung und Ausbildung der einzige einstellungsrelevante Punkt wäre seitens der Firmen, dann würdest du bei jeder Firma nur Harvard, MIT-Studenten, MIT-Absolventen, Elite-Uni-Absolventen sehen und alle anderen wären arbeitslos. Ja, so ist es ja nicht. Also klar gibt es diese Firmen, die eben nur nach diesen Abschlüssen einstellen, aber das sind meistens große Unternehmensberatungen, große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Private Banking, Investment Banking, Finance-Bereich ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen eher der Fall. Aber in 98% der Fälle wird nicht derjenige eingestellt, der die beste Qualifikation, die beste Ausbildung hat, sondern immer der, der trotz seiner guten Ausbildung und seiner guten Qualifikation sich besser verkaufen kann als die Mitbewerber. Das ist der einzige Grund, warum du noch nicht dort bist, wo du hin willst, nämlich, dass du das in schlicht und einfach eben noch nicht gemeistert hast. Und dementsprechend sind, um den Bogen jetzt mal wieder zurückzuschlagen, meines Erachtens nach für 9 von 10 Teilnehmer oder Interessenten auf Jobsuche, das Bewerbungscoaching und das Bewerbungstraining, die Karriereberatung eben das Nonplusultra, um einfach diese Werkzeuge der Selbstvermarktung im Rahmen der Jobsuche zu meistern und darin besser zu werden. Und wenn man einmal verkaufen gelernt hat, sich präsentieren kann, sich vermarkten kann, dann hilft das natürlich auch in allen anderen Bereichen des Lebens. Ich sage immer, das Leben ist ein Verkaufsgespräch, man muss sich überall verkaufen. Und dementsprechend raten wir hier unseren Teilnehmern dazu, eher auf dieses Pferd Bewerbungscoaching zu setzen, wenn man vor der Wahl steht zwischen Weiterbildung, Weiterqualifizierung und Coaching, Training, Beratung. Wenn du sagst, das klingt für dich spannend und aus dem Gesichtspunkt hast du vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht, dann melde dich gerne bei uns mal für ein kostenfreies Strategiegespräch. Da schauen wir nochmal ganz genau, wie deine Ergebnisse in deinem aktuellen Bewerbungsprozess aussehen, ob einfach gewisse Punkte bisher dafür gesorgt haben, dass du noch nicht den Erfolg hattest, den du dir vielleicht vorstellst und wünschst. Wir werden dir im Rahmen dieses Strategiegespräches, dieses kostenfreien Strategiegespräches, einen ganz glasklaren Plan an die Hand geben, individuell auf dich zugeschnitten, wie du innerhalb der nächsten 6-8 Wochen deinen Traumjob an Land ziehst und das Ganze ohne
unzählige Bewerbungen schreiben zu müssen und Absage nach Absage zu bekommen, plus ohne die 10. Weiterbildung in SAP oder Projektmanagement machen zu müssen, sondern sich auf das zu fokussieren, was funktioniert und diese 20%, die 80% des Erfolges ausmachen, nämlich Marketing und Verkauf. Und ja, wenn du darauf Lust hast und da gemeinsam mit uns Gas geben möchtest, dann freue ich mich auf unser Gespräch. Bis dahin, alles Gute, dein Sebastian.